Hey und willkommen zu Ibis Test, 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 Test. Test, Test. Hey und willkommen zu Episode 10 meines Avatar Frontiers of Pandora Let's Plays. Dann wollen wir mal. Genau, hier haben wir letztes Mal aufgehört. Dann schauen wir mal. Wir müssen Etu suchen. Der ist at the bottom of the hill. Nord of the High Loom. Okay. Ist gerade weggegangen beim Vorlesen. So, bottom of the hill. Was für ein Hill? I will look for him north of this camp. Okay, das kriege ich hin. Ah, da ist es ja auch markiert. Und Geronimo. Oh, die Blätter sind schön, um den Fall tatsächlich abzufangen. Sehr schön. Da sind wir ja gut unterwegs und wir sollten unsere Waffen vorbereiten. Aber ich glaube, da sind wir ganz gut vorbereitet gerade. Was ist denn das für ein Baum? Fortune Leaf Cane, a giant purple big leaf stalk plant. Wen stalkt die denn? Und was bist du? Achso, du bist so eine... Okay. Gegenhüpfen hilft anscheinend auch. Ich höre wieder Getrappel. Naja, da unten ist der Questmarker. Hui. Minimaler Fallschaden, das ist in Ordnung. Und Menschen. Kann ich immer noch nicht so wirklich leiden. Aber ich kann sie looten. Und das ist eine positive Eigenschaft. Würde ich mal als solche verkaufen. So, wir nehmen einmal die Minen. Nicht weggehen. Das bringt nur was, wenn ihr zusammensteht. So, schleichend ausgeschalten. Also der neue Bogen ist deutlich besser, muss ich sagen. Hätte ich viel früher wechseln sollen, dann hätte ich nicht so viel von den Granaten verschwendet. Naja, wir sind ja zurechtgekommen. So, dann hier mit dem Loot. Okay. Mehr Loot können wir nicht tragen von denen. Ist ja schade. Habt ihr sonst noch irgendwie was... Interessantes hier. Nicht so viel in der Höhle. Looks like the place. Das hier. I wonder if. Oh je, das muss ich wieder linken. Doesn't look right. Na gut. No. Mist. Dann stoppen wir die mal. Not yet. Maybe it's linked to. No. Mist. Doesn't look right. Ah, dann muss ich das mit mehr Hirn machen. Schade. Das ist auch ein Clou. Doesn't look right. Scratch Marks. Scratch Marks kann ich verbinden mit Broken Boat, denke ich mal. Nö, das habe ich ja gerade versucht anscheinend. Not right now. Discarded. I wonder if. Boot. Mit Scratch Marks. Warum nicht? No. Na gut. Muss ich überhaupt hier hoch? Oder muss ich unten was machen? Also ich glaube zumindest, ich muss unten mehr machen. Das versucht man doch gleich nochmal. Wir haben hier auch was. Itu stopped here. Someone or something interrupted him before he could eat. Es sieht so aus. So, was haben wir noch? Ein. I wonder if. Broken Bow. Und du willst kombiniert werden? Sicher nicht mit den Scratch Marks. Don't think so. Na gut.
Aber oben habe ich jetzt nichts gesehen. Es ist wieder so eine Kleinigkeit, die ich doch... Ah. A Na'vi fought with RDA. Na'vi skills were winning, but then their bow broke. Had to flee. Okay. Habe ich doch einiges übersehen. I wonder if... A Nikran fought in this cave. His headpiece snapped in the struggle, clawed its way out. Itu landed with his Ikran Somei. They fought the RDA. They got trapped in the cave, but escaped up there. Is that Ikran blood? A scent trail to follow. Na gut, das hätten wir auch ohne die Investigation machen können. Na gut. Ich höre wieder Helikoptergeräusche. RDA, I'd better hurry. Ja, das kriegen wir hin. Vielleicht nochmal ein paar Pfeile craften. Und Poison-Pfeile kann ich nicht craften. Oh. Nur nicht die Spur da oben verlieren. Na komm schon. Irgendwie haben wir es rauf geschafft. Oh, hier sind ganz viele Spuren. Aber ich muss hier da vorne lang. Halber Fallschaden hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Hoffentlich greifen die Viperwölfe nicht an. Ja, komm schon. Na gut, auch ruiniert. Wieso habe ich den Cent jetzt verloren? Oh, also der Bogen ist dann wieder viel besser. Schön merciful. Ach, sagt es doch nicht jedes Mal. Okay, er sagt zumindest die Kurzform. Interessant, dass es immer noch superior ist, obwohl ich mich nicht gut angestellt habe. So, irgendwie muss... Hoffe ich, gehe ich noch in die richtige Richtung. Ja gut, zum Rauch schätze ich mal. Boah. Sieht echt nicht gut aus hier. Oh, da war doch was. Da ist der Ikran. Der brennt. Oh, das ist schön. Da kommen wir mit unserer Mine sehr gut ran. Komm schon, der entdeckt uns. Sehr gut. Geh doch hoch. Wieso geht die nicht hoch? Ich muss mich kurz verstecken und kurz nachcraften. Obwohl, lass mal die mal kurz weg. Der Bogen ist gut genug. Dachte ich zumindest. Doch. Hey, wir haben den aus dieser Existenz geschossen. Dann holen wir mal die Mine. Sehr wertvoll, das Teil. Vielleicht mal Dafo-Fets auffüllen. Was ist das hier? Mermaid Tail. The Mermaid Tail is a tightly coiled spring in its base that is loosened when touched, propelling pollen far from its body. Sprungpflanze. So, das sieht doch gut aus. Habe ich hier schon mein Loot eingesammelt? Ich glaube nicht. Das Spiel leckt aber gerade. Hoffentlich kriegt sie es wieder ein, sonst muss ich kurz neu starten. Denk mal, das sieht aktuell in Ordnung aus. Und hier ist Nikran. Ist er in der Kiste drin? Wahrscheinlich nicht. Da ist er drin. Ja, ist hier gut. Itu, it's me, your hunting student. Sarantu, how did you find me? Weiß auch nicht. You heeded some of my lessons at least. Now get me out of this place. The door is stuck.
Hold on, I'll try and fix it. Die brauchen ein Seil und einen Ikra. Gleich soweit. No power. I'll try to reconnect it. Bevor er da drin verbrennt oder zu Tode geschmolzen wird. Ey. Chill deine Nuggets. Ich bin doch vorsichtig. Ich muss beides gleichzeitig machen. So, dann wollen wir es mal reparieren. Ach, das ist immer so leicht in dem Spiel. Ja, halt's Maul. Wir kriegen schon hin. I should be able to get in now. Good. Jetzt aber. I think that's it. Bevor der hier geröstet wird. Ja. Mist. Wieso ist er nicht früher rausgekommen? This metal bird is a trap. I'm sorry. I was trying to let you out. Paikran, Zome, is she still fighting? She helped me fight off the RDA. The sky people separated us. Cornered me in here. I could hear them shooting at her, laughing at her anguish. They hunt without need. We should get out of here before more come. I must get to her. I know. I tried those metal jaws in the floor, but they would not open either. Kann ich die nicht einfach remote machen? Na, anscheinend nicht. Fire! Get back! Damn it! I just need to get these doors open. Das sieht doch straightforward aus. That's it. That should work. Let's get out of here. Ein Glück treffen die Menschen nicht. Hey. Okay. Anscheinend sind wir auch rausgekommen. Are you okay? We escaped the metal bird. A narrow victory, Sarentu. We must fly close to death to soar through life. That was too close. You have my thanks, Hela and I. It was Zome who saved us. She must be a legend among Ikran. Together we fear nothing. I saw that metal tear shoot her as she tore it down. I shall go now and tell it to her what she missed. Hiku, you're injured. Let me help you. Tis nothing. I shall call Zome and be on my way. Ich hab trotzdem Health Items dabei. I should never have left her. She's hurt and alone. She can't be far. Zome is strong and brave.
We will find her. Together. We have to. You have not bonded, Sarento. You do not know how it is. Tell me. A bond like no other. You fly as one. Think as one. I hope to have a bond like you and Zome one day. That is my deepest hope for you two. I think I heard her that way. How did you choose her? She chose me. That is how it is. She trusted me, and now I cannot lose her. Gib mein Bestes. Vorsicht, der Boden ist Lava. Ist ja. Hey, du. We should stop. No. Zome needs me. Rest a while. You keep looking for her. Try and find her scent. I will catch up. Werde ich machen, aber geh mal ein bisschen aus dem Feuer raus. Wie riecht der nochmal? Ja, komm schon. Muss ja hier irgendwo rumliegen. Da. Stimmt hier weiter? Jo. Hoff mal, das ist dann die richtige... richtige Ende der Linie. Ja, das klingt nach jemandem, der leidet. Komme ich da irgendwie hoch? Ui, das sieht auch nicht gut aus hier. Vielleicht komme ich hier hoch und dann was? Muss hier da oben sein. Schauen wir mal. Da ist definitiv der Geruch in der Luft. Die Frage, ob sie da oben ist. Hier komme ich nicht gut hoch, denke ich mal. Da ist sie. Oder er. Du, quick, I found her. Oh, das sieht nicht gut aus. Zome! What have they done to you, my beautiful? I am here now. Let me carry your pain, Zome. Let me help you. We have to go home, Zome. You have to fight. So we can go home together. You are not fighting. You are supposed to. Do not leave me. Please. I am sorry. But we can save her, can't we? Return to Ewa. Until Whispering Winds lift us once more, Kindred. Das ist überraschend traurig. I was too late, Hito. I'm so sorry. Please, if there's anything I can do. Tell Itua and Vifilu I am safe. Thanks to you, friend. Zome's last flight must be honored. Perhaps we can do it together once I return to home train. I'll give you some time alone. Oh. Na gut, lass mal den mal ein bisschen trauern. Was ist denn das? Kann ich nicht scannen? Na gut. Ab nach unten geht's. Ah, so ein Mist. Ich dachte echt, wir können sie retten. Oder ihn. Ich muss die Crash-Seite verlassen. Ich habe das Gefühl, ich gehe eher mehr auf sie hinzu. Egal. Wir werden ja irgendwie hier rauskommen. Ich renne so schnell ich kann.
So, jetzt ist er komplett die Quest. Ich denke, da muss man mich mit einem Skillpunkt belohnen, oder? Blazing Longbow. Okay, aber der ist schlechter als den, den ich gecraftet habe. Was wird mir denn hier wieder als rot angezeigt? Merkwürdig. Der Eye of Ava. Das klingt doch nach einer schönen Quest. Die machen wir gleich. Bin hier nur kurz am Rumsehen, ob es noch irgendwas gibt, was wir gerade ab. Deeper Connection. Ancestor Skill. Das könnte man natürlich auch machen. Machen wir mal einen Wegpunkt dahin. Oh. Ist wieder alles so bergig da. Da müssen wir ganz außen rum. Ach. Vielleicht machen wir doch eine andere Quest zuerst. Deadly Hunt. Da braucht man Rang 8 für. Oder ist zumindest empfohlen. A Meal and a Memory. Dafür habe ich, glaube ich, nicht genügend Ingredients. Crush. Navok saw a lone human on a small island. Okay, die können wir ja ohne Probleme machen. Wo ist die denn auf der Karte? Hier ist sie. Das heißt Wegpunkt dahin. Und Fast Travel dahin. Ich hoffe, die dauert dann nicht so lange, die Nebenmission. Und dann können wir die nächste Hauptmission auch noch machen. Weil ich will unbedingt meinen eigenen Ikran jetzt. Okay, hier leuchtet wieder irgendwas. Das hier ist wieder so ein Tarsu Sapling. Sapling. Ich glaube Sapling. Samen halt. Keimling. Keine Ahnung. Irgendwas dazwischen. So, die Frage ist, oben oder unten? Wenn es oben ist, sollte man irgendwie oben bleiben. Ich glaube, da ist er schon. Hier, dieses Ding. Das klingt hier wieder nicht so toll. Ist egal. Wir sind ja schnell unterwegs zurzeit. Ah, das macht schon Spaß hier. Okay, nee, das war einfach nur ein Gemüse, das hier rumhing. Kann doch nicht sein. Schau, wieder nicht richtig gefunden. Oder ist es hier oben? Nee, aber hier ist was zum Looten. Longbow Superior. Warum nicht? Her damit. Und eine Blaze Fruit. Können wir, glaube ich, auch irgendwann gebrauchen zum Kochen. So. Map-Marke ist trotzdem hier. Hui. Ah, wieder in der Höhle drin. Immer die Höhlen schön erforschen. Und da ist sie ja. Ja, mit meinem Skillpunkt. Berühren. Also, scannen, ob wir hier noch irgendwas machen können. Da hinten, ja. Das ist wieder so eine... war das rechts diagonal? Ja. Nee. Nach oben. Ganz langsam nach oben. Pristine, und was bist du? Nektarkom. Und du bist Moos. Ohne Moos nichts los. Weiß nicht, warum die Qualität besser ist, wenn es regnet. In der Höhle kommt es ja eh nicht hin. Naja. So, wie komme ich wieder raus? Raus? Weg nach draußen? Autsch. Okay. Müsste ja dann irgendwie in der Richtung hier irgendwo liegen. Oh, ich bin doch so orientierungslos. Ich glaube, ich habe es gefunden. So, ein Map-Marker erledigt und der zweite ist voraus. Irgendwie voraus. Okay, Health Pouch ist voll. Schau mal kurz auf die Skills. Wir haben 7 Skills. Das ist schön. Was braucht man denn? Your Base Health increases by 120. Kostet 4.
Eating raw food ingredients replenishes twice as much energy. Okay. Health pouch capacity increased by 1. Die sind alle gerade nicht so ultra verlockend. You can carry 2 more grenades for a total of 5. Ich würde auf jeden Fall erstmal den Damage nochmal um 5% erhöhen. Ein 4. Waffenslot klingt auch nicht schlecht. Und Base Damage nochmal um 3 hoch. Gut, dann ist dieser Branch nach rechts sogar schon komplett fertig. Wir haben neue Skill. Okay. Wo bist du denn, wenn du was zu scheren hast? Dankeschön. Do you cook? A wandering hunter from the upper plains gave me this. Dankeschön. So, wir haben einen neuen Waffenslot. Das heißt, die können wir tatsächlich jetzt equippen und auf 4 legen. Sehr schön. Also gut war die auch nicht mehr. Da müssen wir unbedingt mal eine neue Variante davon finden. Ja, aber jetzt sollte man schön Schaden wieder machen. Das freut mich. Und das Skillpunkt-Auswahl ging dann auch überraschend schnell. Ist ja auch immer wichtig. Links ist echt ein bisschen Helikopter wieder. Könnte aber auch sonst was sein. Ein Pferd ist da. Ja. Guck, ich habe was erwischt. Remain calm and strike the fish when you see it. Habe ich gut gemacht. Ah, können wir ja schön einsammeln. Können wir zur Not auch einfach spenden, falls es was bringt. Mehr von dem Zeug müssen wir wohl nicht ernten. Hier ist noch ein Loot-Container. Ich glaub's ja nicht. Den Hammer gebraucht für diese eine Quest. Wo wir eine Story erzählt bekommen. Das ist doch wunderbar. Dann müssen wir dahin. Also kann ich hier irgendwie meditieren und auf den nächsten Tag warten. Das wäre eine Art natürlich auch eine nette Sache. Schauen wir mal in die Controls. Weil ich habe es vorhin im Dialog gesehen. Keyboard and Mouse Remapping. Schauen wir mal. Social L, Pouch K, Map, Questlog, Rhythm Action. Ich habe keinen Rhythmus. Autocomplete Action, Right Hand Button. Execute All Hex. Lock on. Lock on Increase Value. Weapon Wheel Gathering. Interact. Wir haben Autorun mit doppelt Y. Interessant. Wusste ich auch nicht. Sieht aber nicht so aus, als ob wir einfach irgendwie einen Knopf haben zum Meditieren. Da müssen wir vielleicht zu einem Lagerfeuer gehen. Und. Okay. Da hat mich der Dialog rausgerissen. Should be where Nawuk saw that lone human. Ja, wir schauen mal nach. Okay, hier ist ja alles voller Navi. Da ist was Seltsames. Stormshell Eimer. Und du bist ein was? Chessguard, okay. Sind also nicht die Kisten, die wir immer hacken müssen. Hier ist noch eine. Also, das können wir. Habe ich die Investigation gestartet? Ja. Die Frage wäre tatsächlich: What else? Was ist denn hier noch was, was sich freiwillig scannen lässt? Fußspuren vielleicht? A tablet. Damaged. Maybe dropped? No. Oh, ich brauche nicht immer so viele Hinweise. Was kann ich denn verlinken? Hier kann ich noch was verlinken. No.
that's not it. Der so viel Clues. Zumindest gibt's Spuren. Looks like they were sprinting. Na gut. Aber womit kann ich denn die dämliche Kiste hier verlinken? Maybe not now. Ah, daneben liegt noch was, okay. Maybe it's linked to. These are resistance rations. Okay, kann ich doch nicht einfach dazu linken. Vielleicht hier oben. Hier ist noch was. Oh, das brauche ich für Giftpfeile, aber das hilft mir jetzt bei der Suche nicht. Ich finde das hier... Gut, dann mach mal erstmal hier irgendwie was Sinnvolles. Vielleicht das mit den Fußspuren? Someone ran. Fast. So fast, they dropped their tablet. Ja. Und da vorne ist noch was. I wonder if. Was ist denn das wieder? Looks like an aircraft landing. Für Aircraft kann ich das jetzt verbinden mit hier der Foodbox? Someone from the Resistance was here. Not RDA. Good. Okay, das ist schon mal interessant. Dann haben wir noch hier die zwei Sachen. But what else? Whoever was here, they kicked the tree, brought down the hive. Not smart. Let's see. A resistance human flew here to work on something and kicked the tree. Frustrated maybe? Tablet could have more. Oh, hier liegt. Schauen wir mal. Müssen wir wohl den langen Weg gehen. Ups. Ah, habe ich kurz festgesteckt. Your eyes are like the moon. They're bright and round. Dankeschön. So gut bin ich auch im Flirten. Aufschlussreich. Alex might know who owns this tablet. Okay, dann muss man in die Research Area und mit Alex reden. Ich habe wieder Schüsse gehört. Kommt aus der Richtung. Das ist echt nah an den ganzen Navi-Camps. Schauen wir mal, ob wir helfen können. Da ist auf jeden Fall wieder Rauch. Dann mach mal kurz, sehen wir uns das kurz an. Wenn wir es schaffen, dann zerlegen wir die RDA da. Oh, was bist du denn? Oh, grünes Moos. Okay. Sehr schön. Schade, dass es nicht geregnet hat. Sonst wäre das auch in einer besseren Qualität. Genau, schauen wir mal, ob das Level zu unseren Ansprüchen reicht. Und dann können wir ja fast traveln ins HQ. Getting hungry. Ja, ja, kriegst dein Essen hier. Glazed fruits. Schauen wir mal. Okay, das kriegt man aber locker hin hier. Wie sind die jetzt schon wieder gewarnt worden oder sind sie es nicht? Nö, okay. Das kriegt man hier hin. Das ist ja so eine kleine Mini-Site.
Nein, der ruft einen Alarm. Das haben wir, glaube ich, gut gemacht. Alarm unterbunden. Mist, davon habe ich ja keine mehr. Das war nicht so gut. Gute Schrotflinte. So, hier sind noch zwei. Hier ist noch einer. Glaubt, das war's tatsächlich schon. Das sieht gut aus. So, das muss man, glaube ich, wieder hacken. Sabotieren, meine ich. Oh, sieht sabotiert aus. Jetzt oben auch die Futterluke schießen. Bobby zumindest. Ah ne, erstmal hier auf den Ventilator. Jetzt auf die Futterluke. Jetzt. Anscheinend hat das noch nicht gereicht. Ich treffe doch rein. Komm schon. Was ist denn das? Mache ich noch was falsch? Oder muss ich da Granaten reinwerfen? Kann eigentlich nicht sein. Komm, ich treffe garantiert rein. Na, anscheinend nicht, sonst wird es ja triggern. Dann halt so gegen die Klappe von dem Teil. Jetzt sehen wir wieder, wie schön sich die Natur recovert innerhalb von Sekunden. Das gefällt mir eigentlich. Starkes Pandora. Genau, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen über unseren Loot drüber laufen. Wenn was vorhanden ist, da sehe ich schon mindestens eine Kiste mit Stöcken. Kann nicht verkehrt sein. Hier was, was noch hoch geht. Schauen wir mal. Okay. Da hätte ich mich beinahe nochmal selbst erwischt hier. So, aber ich glaube, das war es auf der Seite tatsächlich schon, was Loot angeht. Das Inventory full. Oh, spring doch einfach hoch. Ja, das sieht nicht mehr so ergiebig aus. Vielleicht noch da das eine Ding. Da hinten stehen noch Pfeile. Über die Feinde bin ich jetzt aber auch noch nicht gelaufen, um meine Munition aufzufüllen. Naja. Eine Rifle Round, okay. Mehr kann ich dann wahrscheinlich nicht aufnehmen. Und hier, da sind noch ein bisschen Kisten. Wäre ja sonst ein bisschen arg wenig gewesen. Die Fahrzeuge sollte man eigentlich hier auch zerstören. Geht ja nicht, dass die hier funktionstüchtig bleiben, aber ich fürchte, wir können die nicht zerstören. Essenscontainer, sehr schön. Und da drin nochmal Munition, Shotgun Shells, Granaten können wir nicht aufnehmen. Und normaler Container. Mit irgendeinem Superior Mod. Gut, da oben ist auch noch eine Kleinigkeit. Ich bräuchte mal wieder Spare Parts, glaube ich. Gut, das haben wir jetzt schön gelootet. Dann einmal eine Schnellreise zum Headquarter. Und dann rausfinden, wer Alex ist und ihn fragen. Nö, ich bin mittelbeschäftigt. Ah, maybe I shouldn't say anything. It's okay. You can tell me, Jin. Okay, thanks. It's Dani. She normally goes out with the others on their usual routes. But lately, she's been going off the beaten path. The others say she last went southeast all the way into the crater. And when she's back, she won't even look at me. Deflects whenever I ask her questions. Never a good time to talk. She's mad at you? Ha, no. Yeah, I wish it were that simple. But I know her.
No, this is something else. I think this is my fault. A while ago, I brought up a topic that, in all fairness, I knew she didn't like. I figured the timing was okay and that she... you know what? It's not important. I can check up on her if you'd like. Listen, Danny's the toughest person I know. But this place is dangerous, as you know. I don't need to know where she's going or what she's doing. I just need to know she's okay. Das kriege ich hin. Kann ich einfach unverblümt fragen, denke ich mal. So, irgendwas hier draußen, was sie noch scannen kann. Hier ist nachgefüllt. Nein, toll. Mach mal die Tür auf. Hier ist auch nichts nachgefüllt. So, wo ist mein Missionsziel? Wer ist Alex? Bist du Alex? Come to gear up. Ich habe immer noch nur 13 Spare Parts. Ist das Intuition? Okay, hab grad Remember, nicht genügend. Du bist nicht Alex, das weiß ich. Bist du Alex? Nö. Du bist doch Alex, oder? Ach, wieso habe ich keine Ahnung, wer Alex ist? Track mal die Quest. Alexander. Okay. Das geht natürlich auch so rum, der Name. Und wer war Alexander? Du nicht. Du nicht. Du schon gar nicht. Ich glaube nicht, dass Alexander blau war. Audiolog. Nee, eine Note. Was auch immer. So, Alexander. Bist du Alexander? Thanks for coming. The animal you found, with no kuru. They're called ferals. RDA captured them. Removed their kuru. It was unbelievably cruel. Why would anyone do such an awful thing? To control them. Didn't work, of course, just made them suffer. Made them impossible to tame. And I was a part of it. Ooh. My greatest shame. Now they kill without reason. That's why I left the RDA. But I couldn't save them. We have to put a stop to it. Give them a merciful death. Yes. Do the right thing. In larger numbers, they'll wreck the ecosystem. Anka mentioned seeing some strange activity on one of her flights. Could be ferals. Dann sollte es wohl einer hindeln. I am sorry it has come to this. Und wieso behebst du das nicht? Du bist doch schuld daran. Gut, der hat bestimmt auch nichts Neues für uns. Schade eigentlich. Gut, wir können hier noch was kostenlos receiven. Ah, das hat Geld gekostet. Dachte, das wäre kostenlos. War nur was, was ich mir leisten konnte. Aber die Designs sind kostenlos. Und wir kriegen seine Shorts. Das ist ja wunderbar. Danke, Rajinder. So, wer heißt denn hier Alexander? Irgendwer muss so heißen. Vielleicht ist er oben. Da ist kein Alexander. Da ist ein Alexander. We were so close. Hey, what do you got for me? A tablet I found. Dropped by one of our people. Do you think you can fix it? Ouch. Wish I could say yes. But what this tablet needs is a prayer, not a scientist. You said it belongs to someone in the Resistance? Yeah. Human, based on the boot prints I found nearby, and female, judging from the audio recording I snagged from it. They made a point to record in privacy, away from HQ. A human female. Well, that narrows it down. Good luck. Das ist keine große Hilfe. Ich muss doch keine Hinweise scannen, oder? Da unten ist ein Human Female. Hin zu dir. Hey Priya, have you been out in the rainforest recently?
I wish. I have way too much work here. So, no chance you might have dropped something out there? Only way that'd happen is if I knocked something off my desk and it slid all the way out through the entrance to HQ. Na gut, dann war sie's nicht. Wo ist denn ein weiterer Human Female da hinten? Anka, have you been out in the rainforest recently? Well, yeah. I'm a pilot. I go out all the time. Gotta keep an eye on those RDA patrols, you know? Any chance you dropped a piece of gear or tech the last time you went out? What? No way. Only way I could do that is if I'm literally dropping a tablet from the cockpit or something. Wir haben Tablet gefunden. Da ist ja noch eine Human Female. Here you go. Have a look. Okay, anscheinend nicht die richtige. Take care of yourself. War das ein Threat? Serious business, huh? Best believe. They don't make someone a four-star general. Okay, ich würde sagen, die hier war's. Why did you say tablet when I mentioned missing gear? I didn't say tablet. Just the first thing that popped in my head. I don't know. Were you thinking of this tablet? Where in the hell did you get that? An Aranahe gatherer pointed me to where you dropped it. What did you find on it? I recovered some audio. Was that you? Shit. We do not talk about this here. Follow me. Das klingt fair. Ist viel zu peinlich, um das hier zu besprechen. War vielleicht eine Liebesnotiz an mich. Kannst du mal schneller laufen? Komm schon. Now listen. I've been thinking about this. You know what I could do without? Ist das hier ein guter Platz zum Reden? Bingo. It's embarrassing. I went to that spot specifically so no one would have to be subjected to my nonsense. How much did you hear, anyway? All of it. I won't tell anyone. Oh, all of it. That's great. I know the wasps didn't take too kindly to my poem. Ugh, why did I go to that spot in the first place? Real rookie business. What was I thinking? I guess you were thinking about love. I'm not exactly the best when it comes to talking about these feelings or whatever. Just really wanted a place away from all the noise to digest all this. You know the saying, love makes dumbass people do dumbass things, right? A good nothing that all did. Even without the RDA and these fun, tense times we live in, do you know how hard it is to try to be romantic here? I can't pick flowers without half of them trying to kill me. Verständlich. Maybe I can help. No, look. I appreciate the gesture and all, but let's not. I tried to get all mushy and ended up kicking the hornet's nest. Or a literal wasp's nest. Hive. Same thing. So forget it. I'll move on. I'm good at this sort of thing. Wir können ja trotzdem helfen. Ich habe keine Ahnung, wer die Crush war, aber ist ja auch egal im Moment. Oh, ich habe Spare Parts bekommen. Und ich habe Clan-Favor von meinem eigenen Clan bekommen. Glaube ich. Nee, ich glaube von den anderen, weil ich das aufgeklärt habe. Na gut, aber ich würde sagen, das reicht tatsächlich auch schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.